Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir euch etwas über unser Nui Noni Projekt erzählen dürfen. Enrico? Ja, begonnen hat es schon vor vielen Jahren. Also Martin und ich kennen uns schon seit über 15 Jahren. Da hat uns schon die Noni zusammengebracht. Und wir sind immer in Kontakt geblieben in der Zeit. Und ja, Ende 2020 haben wir dann die Entscheidung getroffen, oder die Idee, muss man sagen, selber Noni zu produzieren. Vor gut 16 Jahren hat der Weg mit Noni begonnen. Durch eigene persönliche Erfahrungen, ich war ständig eben krank mit Harnwegsinfekt, mit Stirnhöhlenentzündung, mit Mittelohrentzündung, mit ständig Kopfschmerzen und zum Schluss Zähne, die äußerlich optisch gesund waren, sie aber innerlich entzündet hatten, war dann dem Ganzen eine Krone aufgesetzt. Ich bin damals zu meinem Zahnarzt nach Bregenz gefahren. Der hat Röntgen gemacht, hat die Zähne aufgebohrt, hat die Zähne gespült. Dann habe ich Antibiotikum bekommen. Es hat aber nichts geholfen, die Entzündungen sind geblieben. Ich habe dann durch die Erfahrungen, die ich durch Enrico kennenlernen durfte, habe ich dann die Entscheidung getroffen, den Saft auch zu trinken. Und habe dann in wenigen Wochen Veränderung gespürt, die Entzündungen sind verschwunden, ich habe Energie gespürt, wie lange zuvor schon nicht mehr, und dadurch war eigentlich hier meine Motivation und auch mein Interesse geweckt, mich näher mit dem Ganzen zu beschäftigen bzw. zu hinterfragen, warum das funktioniert. Ja, meine persönliche Story war damals, ich, der Skeptiker in Person, habe das Produkt gekostet, getestet, probiert und merke, dass sich da was tut. Das heißt, ich habe besser geschlafen, ich hatte mehr Energie. Später kam dann noch die Geschichte, die heute noch ganz, ganz tief in meinen Erinnerungen ist. Mein Vater war damals gesundheitlich sehr angeschlagen und Noni hat neue Lebensqualität gebracht. Und das waren unsere beiden Geschichten, die uns mit der Frucht tief verwurzelt haben. Ja, der Weg hat dann auch sehr interessante neue Aspekte in mein Leben gebracht. Ich habe eigentlich, indem ich mich sehr intensiv beschäftigt habe mit der ganzen Hintergrundmaterie, mit Ernährung, mit Wasser, mit allem, was eben hier zu einem gesunden Lebensstil gehört, mit Bewegung, habe ich innerhalb von einem Jahr gemerkt, dass eigentlich in diesem Bereich meine Berufung steckt. Und habe meinen alten Beruf aufgegeben, bin zurück in meine Heimat nach Oberösterreich und habe mich voll diesem Thema gewidmet. Und alles, was ich heute weiß und was bis dato entstanden ist, habe ich Noni zu verdanken. Jetzt waren wir in den letzten Jahren extrem viel unterwegs. Wir haben ganz, ganz viele, mehrere hundert Vorträge gehalten, haben tausende Leute kennenlernen dürfen und auch beraten. Und was auch ein wichtiger Punkt war, wir haben ganz viele Leute, die im wissenschaftlichen Background arbeiten, kennenlernen dürfen. Und für uns war klar, dass das Produkt immer eine hohe Qualität haben sollte, damit es auch wirklich funktioniert. Und so kam dann eben die Idee, Ende 2020 selber Noni zu produzieren. Anfangs haben wir mit einigen Wissenschaftlern darüber gesprochen, die haben uns davon abgeraten und gemeint, es sei viel zu kompliziert. Und das war für uns beide gerade dann die Motivation, es trotzdem zu tun. Und ja, so hat dann die Reise begonnen. Das hat knapp 2 Jahre gedauert mit einigen Hürden. Wenn man die Geschichte ein bisschen Revue passieren lässt, klingt sie noch teilweise sehr humorvoll. Also das heißt, du kontaktierst mal ungefähr 20 Leute in Französisch-Polynesien, also auf der anderen Seite der Welt. Die meisten lachen dich aus, dann findest du jemanden, okay, der sagt, ich liefere euch so ein Noni-Püree, aber überweis mal einen 5-stelligen Betrag bitte zuerst auf mein Konto. So, also auch das haben wir zwei gemacht und dann heißt es mal 4 Monate zu warten, Nägel zu kauen, kommt das Zeug wirklich an oder nicht? So, und dann der große Moment, das Noni-Püree kommt an, geht ins Labor zum Prüfen, ob es wirklich was taugt. Als wir dann das Go hatten, waren wir recht happy. So, jetzt hast du da deine großen Fässer mit Noni. Und so, wie kriegen wir das Ganze jetzt in der Flasche hinein? Jetzt beginnst du dich auf die Suche zu machen und stellst fest, dass dich die meisten gar nicht ernst nehmen, weil du erstmal nur 15.000 Flaschen brauchst. So, und dann
finden wir dann doch irgendjemanden, der uns Flaschen anbietet, uns aber trotzdem davon abrät, weil es vielleicht nicht funktionieren könnte mit der Abfüllung. So, auch das haben wir genommen, diese Hürde, und dann waren die Flaschen da. Wir stehen in der Abfüllanlage und was war? Wir hatten noch keine Verschlüsse. So, auch das wurde dann gelöst, kurzfristig, regional. In Österreich konnten wir einen Händler finden, der uns die Deckel gerade verfügbar hatte, die wir gebraucht haben. So, und die erste Abfüllung ging dann los und das war ziemlich spannend und cool. Mhm. Unser Ziel war, die höchste Qualität, die möglich ist, in die Flasche zu bringen. Und die Rezeptur haben wir auch hier bei uns im Bioladen gemischt. Wir haben dazu mal aus unserem vollen Sortiment eben einige Säfte genommen, haben mal geschaut, wie viel Püree können wir in eine Flasche geben, sodass es noch rausfließt. Und das war mal die Anforderung. Und dann haben wir geschmacklich und auch von der Qualität der Zutaten eben hier begonnen, die Rezeptur zu kreieren. Und es ist uns sehr gut gelungen. Wir sind da sehr stolz darauf. Und war auch bis zum Schluss natürlich nicht klar, ob in der Abfüllung das auch dann funktioniert mit den Leitungen, ob das überhaupt möglich ist, so einen dickflüssigen Saft in die Flasche zu bringen über die Abfüllanlage. Und hat auch funktioniert und darüber sind wir sehr glücklich und auch sehr dankbar, dass wir einen Partner gefunden haben, der mit uns diesen Weg gegangen ist und uns ermöglicht hat, das Produkt in eine Flasche zu füllen. Ganz ein wichtiger Punkt war, als wir über die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe gesprochen haben. In der Fruchtsaftbranche ist es üblich, dass mit Konzentraten gearbeitet wird, das heißt, es wird später wieder mit Wasser verdünnt und so weiter. Und genau davon wollten wir uns sofort distanzieren. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen kein Wasser zuführen, sondern lediglich das Wasser, was natürlich in den Früchten vorkommt, das soll im Produkt sein. Und das war unsere große Hürde. Das heißt, wir nehmen ein reines Noni-Püree, reines Fruchtmus, das vergleichbar ist mit einem Babybrei, also wirklich eine dicke Konsistenz, kombinieren das mit Fruchtsäften, die auch teilweise dickflüssiger sind. Und so, wie kommunizierst du das? Martin hat schon erwähnt, es ist eine Challenge, das abzufüllen, weil das einfach nicht der Standard ist, wie Fruchtsäfte abgefüllt werden. Aber die Qualität war eben an erster Stelle. Und so, wir haben das Thema immer wieder, dass eben der Gesetzgeber recht viel Spielraum gibt, wie man kommunizieren kann, was ein Fruchtsaft ist. Und wenn man den Vergleich macht, sprich, man kostet das Produkt und trinkt es, wird man sofort überzeugt sein und wird merken und spüren, dass im Nui Noni deutlich mehr Fruchtanteil drin ist, wie in allen anderen Säften, die es am Markt gibt. Wo es den Fruchtsaftherstellern sehr leicht gemacht wird, ist unsere gesetzliche Regelung, so wie auch der Enrico vorher angesprochen hat. Es gibt da wunderschöne Namen, hinter denen sich eben die Verlängerungsmaßnahmen und die gewässerten Säfte verstecken, wie zum Beispiel Fruchtsaft. Ein Fruchtsaft braucht einen maximalen Fruchtgehalt von 12%. Der Rest kann mit Wasser verlängert werden oder auch Fruchtnektar. Ein Fruchtnektar kann man sogar mit Zucker und mit Honig verlängern und braucht einen maximalen Fruchtanteil von 25%. Und wenn auf einem Etikett draufsteht, zum Beispiel 90% Fruchtnektar, dann denkt man sich, das ist ein 100% reines Naturprodukt. Aber dem ist weit gefehlt, da sind eben hier großteils Wasser und Zucker drinnen. Und das ist etwas, wo wir uns klar distanzieren wollten von dieser Marketingstruktur, den viele Firmen verwenden. Wir wollten einfach wirklich ein ehrliches, klares Produkt auf den Markt bringen, wo die Prozentangaben auch dementsprechend, was wirklich drinnen ist und das ohne Kompromisse, ohne es eben mit Wasser zu verlängern oder aufzuspritzen. Und das war unsere Herausforderung, der wir uns gestellt haben, und natürlich dürfen wir das jetzt auch kommunizieren, was hier die klaren Unterschiede sind, und wollen das eben den Menschen auch erklären, dass wir ohne Wortspielereien und ohne Marketing eben hier eine klare, ehrliche Produktschiene fahren. Wenn wir uns die Noni ein bisschen genauer anschauen, dann ist die ganz, ganz spannend und sie bringt enorm viele Vorteile mit sich. Also nicht rein nur von der Wirkung, von den Inhaltsstoffen, sondern auch von der Verarbeitung her. Ganz interessant. Wir haben das Noni-Püree bekommen und haben die ersten Proben abgemischt. Und
ja, wenn wir die 12 Monate später anschauen, sind die noch immer komplett genießbar, obwohl die nicht irgendwie konserviert worden sind. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wieso funktioniert das oder wieso ist das so? Die Noni hat Inhaltsstoffe, die nennen sich Iriduide. Die haben ganz, ganz viele gesundheitliche Vorteile, aber auch den Riesenvorteil, dass sie das Produkt konservieren. Sprich, wir haben Noni-Früchte oder Noni-Püree, das Jahre alt ist, ohne Konservierungsmittel und noch immer genießbar ist und komplett intakt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Vorteil für unser Produkt, weil somit fügen wir wirklich nur Noni-Püree, reinstes Noni-Püree, beste Qualität aus Französisch-Polynesien, kombiniert mit den Bio-Direktsäften Rote Traube, Granatapfel und Heidelbeere. Und das ist ein Naturprodukt zu 100%. Und die Noni macht das Produkt eben haltbar und für viele, viele Monate und Jahre genießbar. Und das ist ein Riesenvorteil. Wenn man mal einen Vergleich macht, wir haben hier einen Apfel und jetzt trinke ich einen Apfelsaft. Ich glaube, das ist logisch, dass nicht dieselben Inhaltsstoffe drin sein können im Saft, die im Apfel da sind. Bei der Noni ist es aber anders, weil wir haben die Frucht 1:1 ins Produkt gebracht und können somit auch sagen, die Inhaltsstoffe der Frucht sind auch im Saft wieder zu finden. Wir wissen das auch aufgrund von vielen medizinischen Forschungen und Untersuchungen am UKE Hamburg, am Uniklinikum Hamburg, dass eben nach der Abfüllung, nach der kurzen Pasteurisierung, das ist ein Erhitzungsprozess von ca. 4 bis 5 Sekunden auf 79 Grad, immer noch über 90% der Vitalstoffe von Noni verfügbar sind und erhalten bleiben. Und es gibt auch langjährige Untersuchungen, wo man auch gemerkt hat, dass über viele Jahre hinweg die Inhaltsstoffe der Noni stabil bleiben und für uns verfügbar bleiben. Ich selber war im Jahre 2011 auf der Insel La Réunion, auch da wächst die Noni. Allerdings hat sie nicht dieselben Inhaltsstoffe wie auf Französisch-Polynesien. Aber ich habe so eine Frucht mitgenommen und habe sie zu Hause in ein Marmeladeglas reingelegt. Ich öffne das Glas immer wieder, das heißt, es kommt immer wieder Luft dazu. Und die Frucht ist nach über 10 Jahren noch immer intakt und hat keinen Schimmel drauf. Also das ist wirklich phänomenal und sensationell. Ja, alles rund um Noni hat mich persönlich inspiriert und begeistert und meinen Weg der letzten 16 Jahre begleitet. Ich habe dahingehend mich auch sehr intensiv beschäftigt mit dem Thema Körperreinigung, Körperentgiftung, Schwermetallausleitung, Darmreinigung, habe auch mehrere Ausbildungen und Seminare in diese Richtung besucht und dadurch ist auch das ganze Sortiment eben hier in unserem Bioladen entstanden und hat sich eben hier aufgrund der vielen Jahre Erfahrung eben hier zusammengestellt und Noni ist jetzt eigentlich hier das Produkt, das mich ursprünglich in diesem Bereich geführt hat und jetzt auch hier wieder inspiriert hat, neue Wege zu gehen, weil es uns persönliches Anliegen war, dieses Produkt, dieses hochwertige Produkt Noni für die Nachwelt und für alle Menschen in unserem Umfeld weiterhin verfügbar zu machen. Jetzt wissen wir, dass die Noni sehr viel kann, weil wir einfach wirklich tausende Erfahrungsberichte persönlich miterlebt haben. Und das macht natürlich auch Lust auf mehr Produkte, auf mehr Entwicklung. Und somit haben wir auch begonnen, Produkte aus den Blättern, ein Gel zu entwickeln. Oder auch unser Repair and Care Gel, was wir produzieren haben lassen, mit Fruchtanteilen drinnen, dass der Haut wirklich gut tut. Und wir haben richtig gute Ideen. Und werden in den nächsten Wochen und Monaten noch ganz, ganz viele Noni-Produkte auf den Markt bringen, weil die Frucht einfach wirklich viel Potenzial hat, viel Kraft hat und ja, für Mensch und Tier ganz, ganz viel Gutes tun kann. Wir haben relativ rasch dann auch gemerkt, dass wir eine besondere Form brauchen, eine besondere Gesellschaftsform, eine besondere Vertriebsform für unsere Produkte, für die Zukunft. Und sind dann eben über das Vereinswesen zur Genossenschaft gekommen und sind jetzt dabei, seit einigen Monaten die Satzungen für die Genossenschaft auszuarbeiten. Die Genossenschaft ist ein Modell, wie man ökologische und soziale Strukturen schaffen kann, um nicht die wirtschaftlichen Interessen eines Produktes in den Vordergrund zu stellen, sondern wirklich die Nachhaltigkeit und auch das ökologische Profil.
um eben vielen Menschen in einem möglichst guten Preis-Leistungs-Verhältnis hochwertigste Produkte zugänglich zu machen. Und das ist unser langfristiges Ziel. Das heißt, nicht nur mit Noni und allem, was eben mit Noni wir produzieren, sondern auch viele Nahrungsergänzungen und auch hochwertigste Lebensmittel, die in der Genossenschaft für alle Menschen, für alle Genossenschaftsmitglieder dann verfügbar sein werden. Ganz spannend für uns war der Moment, an dem wir die ersten Produkte verteilt haben, die ersten Feedbacks bekommen haben. Und ich erinnere mich sehr gut an ein Feedback von einem Wissenschaftler, der sehr viele Jahre mit Noni geforscht hat, der gesagt hat, das Erste, was aufgefallen ist, es war ein Produkt, das sofort wieder nach Noni gerochen hat. Und diesen Geruch, Geschmack hat er extrem lange vermisst. Und seine Aussage war dann, es zeigt, dass es ein hochwertiges Noni-Produkt ist mit sehr viel Inhalt. Und das war natürlich für uns so einer der ersten Balsame, die wir bekommen haben. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Und natürlich haben wir selber die Produkte getestet, schon bevor die anderen das probiert haben. Aber als dann die Feedbacks von den ersten Konsumenten zurückgekommen sind, war das für uns ganz spezielle Momente. Also wir haben sehr schnell gemerkt, dass das Produkt deutlich höher in der Qualität ist, wie alles andere, was wir davor gekannt und probiert haben. Wir haben auch zwei weitere Vereine gegründet. Die Vereine sind zuständig auch für zukünftige Forschungen. Ein Verein für ganzheitliche Phytoforschung, der sich nicht nur alleine mit dem Thema Noni beschäftigt, sondern allgemein zum Thema Pflanzen, zum Thema Pflanzenheilkunde eben hier sehr viele Aktivitäten setzt und Akzente setzt. Einen weiteren Verein, Best of Noni, mit dem wir auch in Französisch-Polynesien aktiv sein werden, um eben dort die Bauern zu unterstützen, die händisch die Früchte auf über 130 Inselgruppen ernten, auf einer Fläche, die größer ist als ganz Europa. Und das ist wirklich was Faszinierendes, wenn man von einem Produkt zu 100% sagen kann, das ist Wildwuchs, da gibt es keine Plantagen, das kommt alles wirklich durch Handarbeit aus der Natur. Also die Einstellung von uns beiden im Leben ist ganz sicher, dass etwas immer seriös, ethisch korrekt sein darf und nur dann ist es nachhaltig. Und genau mit dieser Energie sind wir an das ganze Projekt herangegangen. Uns ist es eben wichtig, dass die Leute in Französisch-Polynesien, die für uns die Früchte ernten, dass die vernünftig honoriert werden und dass das wirklich eine faire Partnerschaft auf Jahre ist. Und genauso handhaben wir das auch mit den regionalen Partnern hier, sei es der Produzent für die Verpackung oder für die Flaschen und natürlich auch die Partner, die mit uns gemeinsam das Produkt bekannt machen. Uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier im Austausch sind und dass die Energie gut stimmt, weil wir sind angetreten hier, das Produkt bekannt zu machen, die Noni noch bekannter zu machen, als sie ist. Und das ist nicht ein Projekt, das wir schnell mal ins Leben gerufen haben und übermorgen nicht mehr da ist, sondern das ist ein Projekt mit Nachhaltigkeit und wie wir es in unserer Satzung auch definiert haben, es ist enkeltauglich. Also genauso gehen wir an die Energie, an die Sache heran. Das soll ein Projekt für viele, viele Jahrzehnte werden und darauf freuen wir uns ganz besonders. Unser Noni-Püree wird auch jetzt zur Verfügung stehen, abgefüllt in einem kleinen Glas in naturursprünglicher Form, so wie es eben hier wir auch bekommen in den Containern. Und das war für uns auch ein wichtiger Aspekt, eben hier das reine Rohprodukt eben hier anzubieten, den Menschen zugänglich zu machen. Und wir dürfen das abfüllen in ein Marmeladeglas, weil es, wenn man es in einer Flasche abfüllt, nicht mehr aus der Flasche rauskommt. Das ist eben wirklich ein ganz dicker Brei. Und das ist etwas, was wir eben hier auch wirklich allen Menschen zugänglich machen wollen. Ja, du hast jetzt sicher schon gemerkt, dass das ganze Thema rund um Nui und um Noni uns gefesselt hat und was ganz Besonderes ist. Und es sind doch die Dinge im Leben, die Lebensmomente, die wir sammeln dürfen, die das Leben lebenswert machen und am Schluss den entscheidenden Unterschied geben in unserem Leben. Und wir freuen uns, ganz viele so Momente zu kreieren in der Zukunft, haben schon viel erlebt und sind offen und freuen uns, was alles auf uns zukommt.
auch Zeit mit Menschen zu verbringen, die uns nahestehen, die unser Herz berühren, die unsere Interessen mit uns teilen, die einen gemeinsamen Weg in Wohlbefinden und in eine Gesundheit eben wandeln wollen, gehen wollen, ist uns auch ein ganz persönliches Anliegen. Wir haben zu zweit schon sehr viel erleben dürfen, wir haben sehr viele schöne Momente schon erleben dürfen und sehr viel Spaß gehabt. Und wir wollen auch das mit vielen Menschen teilen. Und natürlich gibt es ein Gut, was wir uns mit Geld nicht kaufen können, und das ist Gesundheit. Und Gesundheit zu erhalten oder auch wiederzufinden, wenn es einmal kurzfristig nicht mehr präsent ist, ist etwas, was mit Geld nicht bezahlt werden kann. Und diese Lebensqualität zu erleben, habe ich selber am eigenen Leib verspüren dürfen. Und deshalb umso mehr Motivation, einfach Menschen auch diesen Weg zu zeigen und zu ermöglichen. Vermutlich hatte ich jetzt irgendwas angesprochen. Die Energie oder das ganze Thema oder wie wir das machen. Ich bin mir sicher, auch du hast einen Teil bei uns in der Nui Community. Und ja, wir freuen uns auf Zuwachs und freuen uns auf viele schöne Momente und ganz eine tolle Zeit.